Hallo, ich bin Christopher, 24 Jahre alt und Teil vom großen Katze-Kuh-Team. Ich wurde in Fulda geboren und habe in Würzburg Nanostrukturtechnik studiert. Das ist ein super spannendes Gebiet der Physik. Jetzt arbeite ich an der Uni Würzburg am Institut für topologische Isolatoren. Das sind ganz besondere Materialien. Was sie können, erfährst du in dieser Quantium-Folge. Auf jeden Fall wurde 2007 genau hier in unseren Würzburger Laboren die Existenz dieser Wunderwerkstoffe erstmals experimentell nachgewiesen. Damit begann ein weltweiter Boom und auch meine Forschung baut auf diesen Grundlagen auf. Aus dem, was wir heute hier machen, entstehen vielleicht in Zukunft super leistungsfähige Quantencomputer. Was die können, habt ihr in Quantium 5 erfahren. Über die App KZQ habt ihr uns wieder tolle Bonusfragen geschickt. Heute geht es um geometrische Formen, Topologie und was ein Donut mit Quantenphysik zu tun hat. Was ist Topologie? Das haben gleich mehrere von euch gefragt. Und zwar Christian, Besch und Nicole aus Kolumbien sowie Theo Doktor aus Großbritannien. Die Topologie gehört eigentlich zur Mathematik. Sie befasst sich mit den Eigenschaften von Objekten, die sich selbst bei stetiger Verformung wie Drehen, Stauchen, Biegen, Ziehen oder Quetschen nicht ändern. Nur Zerreißen, Zerschneiden und wieder Zusammenkleben sind dabei nicht erlaubt. Solche allgemeinen Eigenschaften sind zum Beispiel die Anzahl der Löcher eines Donuts oder einer Tasse. Beide haben genau ein Loch, sodass sich die Tasse tatsächlich zum Donut kneten lässt und umgekehrt. Deshalb sind in den Augen der Topologie ein Donut und eine Tasse das gleiche. Irre, was? Übrigens kann auch das Fehlen von Löchern eine topologische Eigenschaft sein. Was haben demnach eine Kugel und ein Würfel gemeinsam? Richtig, kein Loch. Damit sind sie topologisch identisch. Das heißt, die exakte Form eines Gegenstands bzw. Objekts, Längen, Winkel oder Flächeninhalte sind für die Topologie völlig uninteressant. Im Gegensatz zur mit ihr verwandten Geometrie, die ihr bestimmt schon kennt. Die Topologie wird manchmal scherzhaft als Gummigeometrie bezeichnet. Und was hat das jetzt mit Physik zu tun? Seit ein paar Jahrzehnten erobert die Topologie die Physik. Eine revolutionäre Verbindung, die 2016 sogar mit einem Nobelpreis gekrönt wurde. Inzwischen ist die topologische Physik so richtig in Fahrt gekommen. Sie nimmt ungewöhnliche Zustände von Materie in den Blick, wie wir das jeden Tag im Würzburg-Dresdner Exzellenzcluster CTQMAT machen. Denn viele verrückte Erscheinungen der Quantenphysik lassen sich mithilfe der Topologie aus einer völlig neuen Perspektive betrachten, erklären und damit künftig sinnvoller nutzen. Wie die Leitung von Strom in einem topologischen Isolator, ganz ohne den in anderen Stoffen auftretenden Widerstand. Was ist ein topologischer Isolator? Topologische Isolatoren sind maßgeschneiderte Kristalle mit besonderen Eigenschaften. Solche Quantenmaterialien entwickeln wir in unseren Laboren und setzen sie Atom für Atom zusammen. Im Inneren sind sie isolierend, aber auf ihrem Rand leiten sie ohne Verluste Strom. Daraus könnten eines Tages extrem sparsame Computerchips entstehen, die keine Abwärme mehr produzieren, wie es heutige Computer noch tun. Die kalten Chips sind dir im Spiel begegnet und in der Kittipedia. Die Topologie ist unser Werkzeug, um Materialien mit stabilen Eigenschaften zu designen, die sich durch äußere Einflüsse nicht so leicht verändern lassen, wie das Loch im Donut. Das nennt sich topologisch geschützt. Beim topologischen Isolator ist der praktisch widerstandsfrei leitende Rand dieses charakteristische Merkmal, denn in der Topologie ist ein Rand immer ein Rand, egal wie krumm er ist. Selbst Fehler im Material ändern seine Wesenszüge nicht. Mit löchrigen Sachen geht es weiter. Wie viele Löcher hat eine Teekanne? Was ist mit einer Hose? Das ist hier die Frage. In der Topologie ist ein Loch eine Stelle in einem Objekt, in der sich nichts befindet. Das heißt, es lässt sich eine Schnur durch das Loch ziehen und man kann den Gegenstand daran aufhängen. Nun schau dir eine Teekanne an. Die hat üblicherweise einen Henkel, der ein Loch bildet. Schnur durch. Bingo, die Kanne kann hängen. Im Spiel wurde die Teekanne dem Objekt mit zwei Löchern zugeordnet. In dem Fall ist es ein Exemplar ohne Deckel. Dann lässt sich ein zweiter Faden durch den Ausguss fädeln. Bei geschlossenem Deckel hat die Teekanne nur noch ein Loch. Gar nicht so schwer, oder? Bei der Hose kommt es ebenfalls darauf an. Grundsätzlich hat sie zwei Löcher, durch die jeweils ein Faden zum Aufhängen passt. Die Hosenbeine. Schau einfach mal von oben rein. Doch die Hose kann topologisch gesehen auch noch weitere Löcher haben. Zum Beispiel Gürtel oder Zierschlaufen, durch die sich dann auch eine Schnur fädeln lässt. Die Topologie scheint euch zu faszinieren. Philipp aus Würzburg fragt, ist die Lochanzahl die einzige topologische Eigenschaft oder was sind noch andere? Und wie klein muss ein Loch sein, um nicht mehr als Loch zu gelten? Atomklein? Ich beginne mal mit der letzten Frage. In der Topologie spielt die Größe keine Rolle.
Die Mathematik, zu der die Topologie gehört, ist eine abstrakte und sehr exakte Wissenschaft. Da ist ein Loch, auch wenn es noch so mini ist. Es gibt keine Untergrenze. Für uns in der Physik ist die Welt aus Atomen aufgebaut, die aus noch kleineren Teilchen bestehen. Wenn wir ein hauchfeines Material nehmen und ein einzelnes Atom entfernen, dann haben wir da ein Loch. Gibt es noch andere topologische Eigenschaften außer der Zahl der Löcher? Ja, und gar nicht wenige. Erstes Beispiel: Knoten. Wenn man Knoten verformt, bleibt die Information darüber erhalten, auf welche Weise sie verknotet sind. Kann man zwei auf den ersten Blick verschieden aussehende Knoten ineinander umformen, ohne die Seile zu zerschneiden, erinnere dich an Tasse und Donut, dann sind sie topologisch gleich. Zweites Beispiel: Orientierbarkeit. Bei der Orientierbarkeit einer Fläche geht es darum, ob ein Objekt eine Innen- und eine Außenseite besitzt. Die nach dem Mathematiker Felix Klein benannte Kleinsche Flasche zum Beispiel ist eine topologische Kuriosität, weil sie nur eine einzige Seite hat. Damit ist sie eine nicht orientierbare Fläche. Das heißt, bei ihr gibt es kein Innen und kein Außen. Im Gegensatz zur Oberfläche einer Kugel. Geht eine Ameise auf der Kleinschen Flasche spazieren, kann sie jeden Punkt erreichen und nicht im Inneren gefangen werden. Drittes Beispiel: Struktur von Netzwerken. Was aussieht wie ein U-Bahn-Plan, ist auch einer. Die topologische Eigenschaft ist dadurch gekennzeichnet, ob und welche Linien wie oft miteinander verbunden sind. Dabei werden bei dem Linienplan nicht die tatsächlichen Abstände und Positionen der Haltestellen maßstabsgetreu abgebildet. Wichtig ist nur, welche U-Bahn-Linie welche Haltestelle anfährt und an welchen Haltestellen sich Linien kreuzen. Wie bei einem Spinnennetz. Entfernungen und Formen sind egal. Wichtig ist die Struktur und Lage der Kreuzungen von Linien. Wie funktioniert Topologie und wie benutzen wir die Topologie im Alltag? Das möchte die 16-jährige Mana aus Kolumbien wissen. Was Topologie ist, hast du bereits erfahren. Vielleicht ist ja dabei deutlich geworden, dass topologische Eigenschaften sehr robust sind. Drücken, quetschen oder stauchen machen ihnen nichts aus. Darum ist die Topologie so interessant für die Physik, weil man mit ihr sehr stabile physikalische Eigenschaften bauen kann, die zum Beispiel Informationen speichern. Topologie kannst du in deinem Alltag schon auf ganz einfache Art nutzen. Ein Knoten in einem Taschentuch zum Beispiel lässt sich als Gedächtnisstütze verwenden. Er bleibt erhalten, auch wenn sich das Taschentuch sehr bewegt. Sobald man den Knoten sieht, erinnert man sich wieder, was er einem sagen sollte. Topologie funktioniert übrigens nur, wenn man das gesamte Objekt betrachtet. Das ist wichtig. Denn topologische Eigenschaften sind global. Um beispielsweise zu wissen, ob und wie viele Knoten vorhanden sind, muss man sich das ganze Seil anschauen. Ein Teil reicht nicht. Im täglichen Leben begegnet uns Topologie sehr oft. Wir bemerken es nur meistens nicht. Netzpläne von Bus, Tram, S- und U-Bahn oder Routenplaner wie die Apps der Verkehrsbetriebe nutzen topologische Eigenschaften, um die beste Verbindung zu finden. Beim Internet sind es die Daten, die einen schnellen Weg durch das Netz mit seinen Leitungen und Knoten nehmen sollen. Die exakte Position der angeschlossenen Computer ist da im Prinzip egal. Wichtig sind die Netzknotenpunkte. Die Drehrichtung von Wirbeln und ihre Windungszahl sind ebenfalls topologische Eigenschaften. Ein Wirbelsturm wächst zum Beispiel zu einem mächtigen Hurricane, ohne seine Drehrichtung zu ändern. Zurzeit nimmt die Forschung Wirbel in den Fokus, um Daten besser zu speichern. Denn während unsere Datenmengen ständig größer werden, kommen unsere Festplatten und Speichermedien in Zukunft an ihre Grenzen. Mit magnetischen Wirbeln, die nur aus wenigen Atomen bestehen, könnte man mehr Informationen speichern. Noch funktionieren diese Mini-Wirbel, sogenannte Skirmionen, meist nur unter extremer Kälte, fast am absoluten Nullpunkt. Den Nullpunkt haben wir in Quanttube 4 erklärt. Was entscheidet, ob es Wirbel überhaupt geben muss? Das ist immer beeinflusst durch die Art, also die Topologie des Objekts, auf dem sich die Wirbel befinden. Eins dieser Objekte ist für die Quantenphysik ganz besonders interessant: der Donut. Damit sind jedoch nicht nur die leckeren Kringel gemeint, sondern mathematische Objekte. Die sehen zwar genauso aus wie das Gebäck, sie schmecken nur nicht so gut. Offiziell heißt ihre Form Torus. Meistens werden sie aber einfach als Donuts bezeichnet. Das Tolle an Donuts ist, dass sie sich wirbelfrei kämmen lassen. Um das zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Das einfachste dreidimensionale Objekt überhaupt ist eine Kugel. In mancher Hinsicht verhält sich eine Kugel aber ziemlich speziell. Stell dir eine Kugel vor, die mit Fell überzogen ist. Zwar gelingt es, die Kugeloberfläche so zu kämmen, dass es nur einen Wirbel gibt, aber ganz wirbelfrei wird sie nie. Den haarigen Donut hingegen kannst du so durchkämmen, dass gar keine Wirbel auftauchen.
Für uns vom Exzellenzcluster CDQMAT ist der Donut das Wahrzeichen. Warum wir Donuts so lieben? Vor ein paar Jahren wurde entdeckt, dass sich das Innere von Quantenmaterialien so ähnlich wie das Kämmen eines Donuts beschreiben lässt. Die Anzahl der Wirbel stehen für wichtige Eigenschaften des jeweiligen Materials. Wir machen also Donutphysik. Und nun noch viel Spaß mit Katze Kuh und bis zur nächsten Folge, kurze Pause Wissenschaft.